Servus Leute, willkommen zurück zu Metroid Prime 3 Corruption. Wir sind auf dem Brio gelandet letztes Mal. Ja, ein wunderbares Land verborgen, Analphabeten, Blutekel. Ja, nee, das war gerade ein Zitat aus dem Lego-Film. Gut, ich würde sagen, wir gehen direkt weiter. Das hier sind übrigens ein Mogener Kriegsgrubenläden. Ist außer Betrieb und in massiven Fels eingeschlossen. Diese Einheit ist irreparabel. Ja, Mogener Kriegsgolem, so habe ich dann auch, also Mogener, so habe ich dann mein Scaraborn genannt. Mein Mega Scaraborn. Also das, was ich als Mega spiele. In Pokémon, nur so als Fun Fact. Habe ich euch ja schon bei Metroid immer so gesagt, welches Pokémon ich wie genannt habe, wenn es irgendwie gepasst hat. Ja, und Mogener heißt halt mein Dingens Scaraborn. Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich den Namen Runda, Scandrada und Gore noch überhaupt nicht benutzt habe. Und das finde ich schade und werde das in der nächsten Generation sofort nachholen. Ein Reptilikusjäger. Gegner kann seinen Körper in ein Tarnfeld hüllen. Hüllen. Und schon ist er weg. Das ist hier eine ganz natürliche Tür, wie sie halt in der Natur so vorkommt. Einfach draufschießen und sie öffnet sich. Das Vieh ist in Eis eingeschlossen. Auf wen könnte das nur hindeuten? Ich weiß ja nicht. Ich muss mal Conan fragen. Detektiv Conan. Der hilft uns bestimmt, das rauszufinden. Hey, noch mehr Eis. Und noch mehr Eis. Kleine Viecher. Oh Gott, ich werde ja schon beschossen. Da ist wieder der Reptilikus. Und da oben ist ja auch noch einer. Das ist mir ja noch nie aufgefallen. Ich stehe direkt vor den Säulen und schieß! Ach ja, genau, was ich eigentlich schon lange mal sagen wollte. Warte. Ja, genau, erstmal, genau, es gibt zwei Sachen, die ich sagen wollte. Im ersten Part eigentlich von Metroid. Und zwar, das wusstet ihr, wird oft biologisches Fachwissen sein, was euch vielleicht interessiert, vielleicht nicht. Mir wurscht, schmierwurscht. Ihr werdet es trotzdem hören und manchmal halt stumpfer Irrsinn, wie ich das halt gesagt habe. Oder einfach nur total nutzlose, wissenswerte Sachen. Und dann fand ich es toll, dass ich bei Metroid Prime 2 die Items ohne Hilfe gefunden habe. Ja, komplett. Weil beim ersten Teil hatte ich die Production Map von Metroid. Die ist hier bei der Trilogie mit dabei. Und da ist eingezeichnet, wo überall Items sind. Da habe ich einen Screenshot von gemacht und das nebenbei da angeguckt und so die Items gefunden. Und ich finde auch, dass die Items halt im Vergleich zum ersten Teil viel, viel, viel leichter versteckt waren. Weil sonst hätte ich die gar nicht alle gefunden. Obwohl das letzte Item mir ja schon ganz schön zu schaffen gemacht hat. Struktur blockiert Plattform. Einheit scheint an angrenzenden Mechanismus zur Entriegelung gekoppelt zu sein. Gut, dann müssen wir jetzt was zur Entriegelung suchen. Erstmal das scannen. Oh Gott, alles bewegt sich unter uns. Und weg ist es. So, jetzt können wir da rüberspringen. Schon cool, dass man die Space Jump Boots gleich zu Anfang hat. Dadurch, dass die hier halt auch den Hypermodus eingebaut haben, braucht man nicht die Powerbombe und die Super Missile. Ist halt ziemlich gut. Ah, ich kann's nicht scannen. Jetzt. So, das sind solche Viecher, die, ja, wie kann man das beschreiben? Die drehen sich im Kreis.
wollen damit auf einen schießen und wenn man drauf schießt auf den Kreis, dann sterben alle. Eine Phasern-Kapsel, habe ich die nicht schon gescannt? Okay. Oh, hört bitte auf, mich zu beschießen. Ja, das war's dann wohl. So trefft er mich nicht. So, zweites Schloss offen. Gut. Ein Gelpuffer. Also wieder Smog und ähnliche Tierchen. Oh, verdammt. Oh, was? Die haben sich auf mich zugedreht. So, die habe ich aber noch. Und das Ding, was war damit? Räumung mit Waffengewalt nicht möglich. Wir können jeden Scheiß wegziehen, wegsprengen, kaputt machen, nur das nicht. Wieso? Ach nee. Stimmt, hier war ja noch was. Metallkörper blockiert den Tunnel, lässt sich mit einem Verankerungspunkt bewegen. Da müssen wir jetzt hier immer schön ziehen. Was sind das jetzt wieder für Wesen? Ein Springer! Hui! Einfallsreich! Er ist aber auch hier rumgesprungen wie so ein Flummi. Wie Ruffy im Gear 4. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts gespoilert. Fixierung der Abdeckung ist verwittert. Mit einem starken Ruck lässt sie sich eventuell entfernen. So, und hier sind wieder Überlieferungen vom Brio und seinen Bewohnern. Eintrag Goldene Epoche. Das lesen wir doch vor. Schauet auf die Vergangenheit und damit auf die Friedenszeit des Brio. Erblicket das goldene Zeitalter, als unsere Welt ein Paradies ohne Gleichen war. Lauschet den Freudengesängen, welche die Straßen der Königsstadt erfüllen, während das Volk der Ankunft Buius des Ersten huldigt, unserem Befreier. Betrachtet, wie unsere ersten Schiffe an jenem Tag zu den Sternen aufsteigen und erlebet den Aufstieg der Leere und schließlich eines neuen Brio. Sehet all dies und erkennt den Beginn unseres Niedergangs. Das klingt übel. So, der dritte Energietank schon. Das ist echt Wahnsinn. Also wir wissen jetzt, dass auch die Welt hier irgendwie untergegangen ist. Ich denke mal, diese Reptilikus sind die Bewohner des Rio. Bloß, dass die halt... Ja genau, ach, diese scheiß Sturzsegler, immer wieder dieselbe Scheiße damit. Ha, der ist geplatzt. Der auch. Ja, die hier, das sind Phasern Rank. Sind unverwüstlich Kapseln, lassen sich aber mit Waffengewalt auf Phasern Basis beschädigen. Das heißt, wir müssen in den Hypermodus gehen. Dann machen wir das doch auch mal. Und weg sind sie.
Verdammt, wäre ich nicht rausgegangen. Das muss ich mir merken. Ich werde niemals den Hypermodus beenden, sondern dann warten darauf, dass er nach 25 Minuten beendet wird. Sekunden. Boah, 25 Minuten Hypermodus. Das wäre ein bisschen hart. Ja, hier die Dinger können wir alle einzeln wegziehen. Und das dauert. Sonst kommt man nämlich auch nicht mehr zurück und ich wollte das jetzt machen, sonst muss ich es nachher machen. Hallöchen, das sind sie, Reptilikusjäger. Oh. Da einfach dauerhaft mit Raketen raufschießen. Oh, die sind schon alle. Das ist ja nützlich. Boah, wie viel halten die denn aus? Boah, die vertragen ganz schön viel. 3, 4, 5, 6. 6 Chargebeam-Schüsse. Das kann man nicht scannen. Wird auch noch eine Weile dauern, bis wir da mal drankommen. Ach ja, übrigens, wusstet ihr, dass ich gerne Butter esse? Um es mit den Worten von Sheldon Cooper zu sagen, das am besten schmeckendste Streichfett. Während halt Vaseline das am schlechten schmeckendste Streichfett sind. So, eine weitere Überlieferung des Brio. Brionische Daten entziffert. Die Schiffe des Brio stürmten zu den Sternen in alle Winkel und trugen das Banner des Friedens hinaus. Alsbald fanden wir stellare Brüder in den Chozo, den Luminot und den Ylla. Von den Sternen gelangte Wissen zum Brio und im Austausch gaben wir unsere Weisheiten mit Freude an unsere neuen Freunde weiter. Die Herzen von Brio waren voll Stolz erfüllt und sie huldigten den Lehrmeistern für all die Wunder, die wir ihnen eröffneten. Als die Zeit des neuen Brio heranbrach, verblasste das Bild der alten Pfade. Die Freudenschreie jener, welche die Lehre verehrten, überdeckten die aufgebrachten Klagen derer, die den alten Pfaden nachtrauerten, den primären Traditionen. Also die Chozo, das wissen wir ja, dieser habe ich euch ja von dem Manga erzählt. Das sind die, die Samus aufgezogen haben und auch die, die Talon 4 bewohnt haben. Das wissen wir ja auch mittlerweile. Da ging es ja um die Chozo und auch um ihren Niedergang. Und ja, die Ylla, von denen habe ich natürlich noch gar nichts gehört. Ich weiß nicht, ob die in irgendeinem früheren Metroid vorkommen oder vielleicht in einem, was erst kommt. Ne? Okay, hier geht's nicht weiter. Aber auf jeden Fall, die Luminot kann man auch. Klar, kam erst vor kurzem vor. Aeta 4. Nee, Talon 4 unter Aeta, genau. Helle unter dunkle Aeta. Hallo, triff doch mal. Warum schießt du vorbei? Schon wieder! Ich glaube, es hackt. Ja, das habe ich noch. Hat mir jetzt nichts gebracht, aber ich fand es ganz lustig. So, Bomben legen. Die Dinger finde ich klasse. Die werden an mir fest und dann
können wir uns steuern. Und die Pflanze, da sollten wir... da. Was? Oh Gott. Was ist denn jetzt passiert? Ich komme da nicht mehr weg. Das war ja sinnlos. Warum driftet denn der so nach rechts? Ich habe keine Ahnung. So, wir sind da. Hallihallo. Standbild enthält mehrere Liter instabilen Brenngels. Entzündung des Gels könne Zerstörung verursachen. Wow, hat's sogar, tatsächlich. Ja, also Brenngel ist diese Substanz, die so energiereich ist neben Phazon. Nicht so energiereich wie Phazon, aber... Und wir erhalten Grabble Swing. Das ist jetzt sozusagen der richtige Grabble Beam, mit dem wir uns so schwingen können, den wir in allen Spielen eher am Ende erhalten und hier gleich quasi zum Anfang. Bam. Hui. Und das können wir natürlich uns direkt zu Nutzen machen. Oh, verdammt. Oh, ich wusste es. So eine Scheiße hier. Aber ich bleib ruhig, ich bleib ruhig. Nichts regt mich auf, nichts kann mich aus der Fassung bringen. Außer Pokémon. Ich habe letztes Mal wieder Pokémon DX gezockt. So, aus Spaß, wollte mal gucken, was ich da noch so für Pokémon habe. Und bin dann in den Duellberg rein, wo man 100 Kämpfe in Folge bestreiten kann. Und ich bin sowas von ausgetickt fast, weil einfach alles scheiße lief. Das war nicht mehr feierlich. Endlich sind wir da. Oh! Oh, verdammt. Was ist denn das jetzt wieder? Warum? Ich habe die doch schon gescannt. Das ist ein normaler Reptilikus. Okay, 1, 2, 3, 4. Oh, der braucht nur 4 Schüsse. Okay, Reptilikus-Jäger sind stärker als Reptilikus. Das, oh, das wusste ich nicht. Oh. Oh, Messer-Container. Endlich mal. Jetzt haben wir schon 15. Stück für Stück werden es mehr. Ist sogar Phazon in der Wand. Verdammt, ich hätte doch vorhin den Hypermodus nutzen können. Ich Depp. Oh. Geht das wieder los, wo ich den vergesse? Hä? Hab ich... Was? Oh. Ich bin gerade... Ich dachte gerade, ich hätte irgendwas gesehen. Ich bin total erschrocken gerade. Wo ist der andere? Kein anderer da anscheinend. Da drüben. Oh, na genau. Ja. Oh, Gott sei Dank. Nachtbart. Ich habe immer noch keine Sturzsegler. Ah, das können wir auch nochmal scannen.
Gut, und jetzt geht's weiter. Da oben lang. Na super, klasse, da habe ich ja wieder voll was gekonnt. Wann habe ich denn so viel Energie verloren, Mann, dass jetzt die... Wollt ihr mir jetzt erzählen, dass... Nee, das könnt ihr mir nicht erzählen. Ich hatte vorhin noch 3 Energietanks und jetzt sind alle weg. Also einer ist weg, einer von den 3 ist weg. Okay, geht's noch nicht weiter. Was ist das? Ist auch sehr Smogon-ähnlich, ne? Ein Atomic. Jetzt weiß ich, woran die mich erinnern, an diese... Ah, ja, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Diese Kugeln, die immer irgendwas haben fallen lassen, die wir schon im ersten Part und im zweiten Part von Metroid hatten. Oh. Ui. Der Arme. Rückgrat des Soldaten ist gebrochen. Der Soldat hat offenbar Fracht verladen, als das Schiff abstürzte. Ja. Steht das nicht im Handbuch? Niemals Fracht verladen, wenn das Schiff abstürzt? Was ist das hier? Ah, gut. Jetzt können wir die Dinger noch scannen. Sehr schön. Alles scannen. So, jetzt muss man hier wieder ziehen, drehen und drücken. So in ungefähr. Aha. Nützlich. Also wir haben jetzt noch mehr Landestellen, wo wir hin können. Samus, the satellite data has revealed 2 distinct energy signatures. They must be supplying power to the sea shield. If these targets are eliminated, the shield... We are uploading the location of... Okay, ich denke mal, zu dem werden wir zuerst gehen. Und zu dem dann als nächstes. Gut, also hier müssen wir wirklich noch nicht weitergehen. Ich will das Ding aber noch scannen. Okay, das lassen wir vielleicht mal lieber. Weil ich gerade schon recht wenig Leben habe. Vakuumluke versiegelt offenbar, kann die Luke nur von der Schachtseite aus geöffnet werden. Genau, jetzt kommen wir nämlich hier rein. Oh, verdammt. Oh, die Dinger sind nervig. Da müssen wir nämlich hier den Schweif abreißen. Und dann haben wir einen weiteren Missile-Container.
Gut, zurück zum Schiff. Was ist denn das dort? Hä? Oh. Ich bin runtergefallen. Hab mich gerade plötzlich gefragt, warum sich alles nach oben bewegt. Was? Oh, oh ja, genau. Gerade so. Das war der Hypermodus, extrem nützlich. Sehr viel Schaden in sehr kurzer Zeit. Nur halt ein Energietank wird dazu benötigt. Was? Zwei? Alpha-Springer. Wir haben wohl mal hier. Zack. Wow, die sind heftig. Wir haben fast wieder volles Leben. Den machen wir so fertig. Das war ja ein ganz schön fixer Fight. So, und da ist auch schon wieder unser Schiff. Und speichern. Gut, Leute, das war doch eine erfolgreiche Folge. Rio fast komplett beendet. Na gut, fast. Ja, nicht fast. Okay, Leute, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein.